So, dann kommen wir gleich zu den nächsten Österreicher. Rapid gegen Tottenham. Wie viele Matches haben wir noch die Runde? Für die erste? Mit dem oder ohne dem? Ohne. Drei. Ah ja. Bei Tottenham tue ich mir leicht. Da hat es keinen Transfer gegeben. Keinen Transfer. Nein. Okay. Tja, wieso Bei bist du jetzt zufrieden, Flo? hat es zwei gegeben. Na, bei denen habe ich keinen Transfer gemacht. Bei Rapid gibt es zwei und einen Abgang. Einen Zurückkehr, der ziemlich auch für mich sehr überraschend war, dass der so günstig zurückgekommen ist. Ja, ich weiß. Vielleicht war das eben ein Blackout. Erst vielleicht hole ich mal eh wieder. Gerne. Aber nicht um den Preis. Ich weiß. Einer spielt von Anfang an von den beiden. Ich weiß gar nicht, um wie viel ich mir vom Tier geholt habe damals. Boah. Weiß ich auch nicht. Heute putzen sie sich selber auch noch. Ich weiß gar nicht, habe ich da nicht sogar einen Abgang gehabt? Nein, habe ich nicht gehabt. Von mir müsste ich jetzt keine nicht geholt haben. Ich habe zwar einen im Auge gehabt. Wird wahrscheinlich dieses Jahr kommen. Okay. Oh, Da schade. ist der Neue. Ah, danke schön, Flo. Um 25 Millionen habe ich ihn Ja, 5 geholt. Millionen Gewinn gemacht. So geht Transfer. Play for the visitors. Number 21, Pixie. Pizzi. Das ist der Itzi-Pizzi-Tini-Wini Honolulu Macht Strand-Bikini. sich über alle Spieler lustig von heute. Entschuldigung. Heute nur? Boah. Dann bringt das schwach rüber. Bilderlich Mülltier noch. Da, ja. Ist dort. Hi. Bitte schön. Ah ja. Oh. Nein. Ja, Tottenham ist auch eigentlich so eine Mannschaft, da weiß ich nicht, an was es hapert. Spieler haben sie ja top. Ja, aber das ist eben das, was ich dir auch sage.
du kannst nicht nur Top-Mannschaft haben in der Champions League, das geht gar nicht. Ja, ja, aber trotzdem habe ich mir von denen mehr erwartet, weißt du, Alter. Aber irgendwas passt halt trotzdem nicht, weißt du, Roman? Was meinst du? Naja, irgendwas passt nicht, dass sie jetzt, sag ich, an einem Atletico, an einem Bayern, an Barcelona trotzdem dranhängen, weißt du? Ja. Weil das sind ja quasi deine Top-Teams. Ja. Es ist irgendwo fehlt's da noch. Weil ich schätze sogar Milan stärker ein. Ja. Und sogar Lok Moskau hat besser aufgezeigt eigentlich. Achso, ja, das war übrigens das erste Tor von Havertz bei Tottenham. Oh. Oder? Nein. Okay. Und sein 10. Gesamt. Jetzt haben wir es mal. Schwabi. Was, Schwabe ist er? Schwabe oder Schwabo? Ja, aber gut gemacht. Muss man sagen. Für das, dass er Elfer nicht zu deiner Stärke ist. Oh. Ja, hat er gemacht. Genau. Das war das. Gut, ich glaube, ich habe jetzt die Position für Havertz schon langsam gefunden. Welche? Der spielt jetzt bei mir da so nicht ganz rechts, aber es ist so leicht hängen. Was soll ich sagen? Ach, du hast ihn rechts spielen lassen oder was? Ich spiele ihn rechts jetzt, ja. Okay. Aber nicht ganz als Rechter, sondern wie soll ich sagen? Dieses weiter vorne rechts. Rechts außen. Nein, nicht ganz vorne, aber. Hä? Rechter Mittelfeldspieler. Der spielt nicht rechts und nicht ganz oben rechts, sondern so mehr in die Mitte hineingezogen. Was? Ja? Also was spielt er jetzt? Ich komme nicht ganz mit. Er spielt nicht rechts, aber er ist rechts. Er spielt aber auch nicht rechts außen. Wo spielt er dann? Irgendwo muss er spielen. Also rechts außen nachher hineingezogen, oder? Ich weiß. Oh, das war jetzt aber abseits, oder? Nein, weil da ein Spieler mitlaufen ist. Sonst hätte ich ihn nie rübergepasst. Weil ich dachte, der spielt immer so gut mit, der hat sich da verdient. Sein erstes Tor. Also sagen wir jetzt dann, welche Position er spielt. Man kann sagen, er ist so circa auf der... Ja, welche Position hast du denn hingestellt? Ja, eh rechts. Aber er spielt nicht ganz rechts. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich komme echt nicht mit. Hilf mir mal, Flo. Sie sind auf einer Linie mit dem ZOM.
wenn dir das was hilft. Nein. Auf einer Linie mit dem ZOM und nicht ganz außen. Das ist ZOM. Okay, Flo meint, ich spiele mit 3 ZOM. Ah, okay. Das heißt, du hast diese 3 ZOM quasi in einer Linie. Ja, genau. Und damit ist. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt komme ich mit 6, jetzt gehen wir aus. Ah, das ist trotzdem noch ZOM-Position? Okay. Und da kommt jetzt eigentlich ganz gut zur Geltung. Du hast im Vorher gespielt? Entweder zentral ZOM oder rechts. Das weiß ich jetzt nicht. Alter? What the fuck, Alter? Bist du behindert? Und nächster Goal hier aufgestellt. Na, das war ein schwerer Batz, aber trotzdem, bis jetzt hat er gut gehalten. Aber trotzdem, bist du behindert, Alter? Na gut, jetzt wechseln wir gleich. Ja, Pizzi nach super Leistungen. Ich muss sagen, Leimer ist auch stark gestiegen. Den habe ich, glaube ich, als 76er oder so geholt. Jetzt ist er ein 80er, Alter. So, Doppelwechsel. Ich habe eigentlich sogar noch einen Zugang, habe ich gerade gesehen. Aber ich habe mir fix eingebildet, Aubameyang hast du wegtransferiert. Double Substitution for Tottenham Hotspur coming off the pitch. Number 10, Harry Kane. And number 11, Memphis. Coming onto the pitch, number 19, Rodrigo. And number 20, Dele Alli. Dass man da den Spieler nicht mehr abstoppen kann, Alter. Alter. Das ist so. Na, manchmal komme ich mit diesen Einstellungen nicht klar, Alter. Wenn du das. Früher hast du ja das Spielfeld vor dir gesehen. Mhm. Da fand ich das einfach, ob du nach links schießt oder nach rechts. Aber wir wollten ganz nach rechts ziehen, oder hat das nicht gemacht? Oh. Aber das Spielfeld hat sich ja nicht verändert, oder? Ja, aber früher hast du ja gesehen den Schützen. Also du hast das Spiel vor dir gesehen, wie beim Abschluss. Was soll ich meinen? Mhm. Oder wie beim Freistoß. Aber jetzt, wenn du da in der Mitte einen Freistoß hast, siehst du das ja nicht mehr. Kannst du nicht die Ansicht umschalten? Nein. Ich glaube nicht. Geht das? Ich glaube schon. Du kannst sie in die Pro, glaube ich, umschalten. Echt? Oh, wusste nicht. Ja. Ich glaube schon. Geht ich mal. So, Dele Alli trifft. So, da eben der Neuzugang, Arase. Der trifft
Man merkt, du verfolgst keine Bundesliga. Wenig. Mir recht, wenn ich weiß, dass die Austria in die Playoff ist. Schauen wir mal, ob's reicht. Ich finde das eh urdumm eigentlich, dieses ganze System. Ja, da spielst du scheiße und wirst dafür belohnt eigentlich. Ja, und wenn Rapid zum Beispiel jetzt gut spielt, werden sie auch eigentlich beschissen. Ja. Weil wenn sie jetzt Zweiter sind, müssen sie, steigen sie in der dritten Quali-Runde für die Champions League an, verlieren sie die, spielen sie gar nicht international. Ja, bist du Dritter, bist du fix in der Europa League. Ja. Das ist was System ist. Irgendwie. Boah. Hörst, probier's jetzt aus. Ich könnte aber gar nicht sagen, welche Taste das ist. Ich glaube, es steht auch nichts. Okay. Ich will zum Wechselspieler rufen. Wenn du die Kontrolle reindrückst? Ja, okay. Ich geh nicht. Ah, zu schnell. Du warst zu langsam. Ja. Na, der Ball war zu schnell, so. Oder? Ah, Rase. Da war ich froh, dass es ihn endlich gibt, Alter, in FIFA. Ja, wirklich, Alter. War schon seit 2 Jahren bei Rapid, dass es den endlich mal gibt. Ja. Mag den eigentlich nur. Aber warum hat sie nicht von Anfang an gegeben? Ja, weil er immer geschwenkt ist zwischen Profi und. Also zwischen was Profimannschaft und zweiter Rapid. Ah, okay. Und irgendwie dürften sie ihn deswegen nie angefügt haben. Das finde ich eh dumm oder schade, dass sie die zweite Ösi-Liga nicht machen auch. Ich habe auch gesagt, theoretisch bräuchten sie eigentlich nicht mehr neue Ligen machen, ja? Arase! Sondern theoretisch eigentlich nur mal schauen, dass sie so aufstocken ein bisschen, weißt du? So die zweiten Ligen bei manchen dazu. Ja. Ich meine, sind wir uns ehrlich, hat man die rumänische Liga wirklich gebraucht? Ja, aber es gibt zum Beispiel keine tschechische, das verstehe ich wiederum nicht. Ja. Die hat es sogar schon mal gegeben in FIFA. Ich finde auch arg, dass sie die russische nicht mehr oder haben. Oder keine griechische. Ja, okay, die haben es verloren, die Lizenz gegen Pro Evolution. Okay, das ist was anderes. So wie Juventus eigentlich eine Frechheit ist, dass sie nicht Juventus heißen, ne? Ja. Okay, ist so. Ja, kann man jetzt nicht ändern. Nein. Wow. Das ist kein Feuer. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Nein! Wenn der jetzt vorbeigegangen wäre, oder? Das war jetzt ein bisschen unnötig. Rodrigo, hat er schon genetzt? Er hat schon genetzt. Goal for Tottenham Hotspur, Nummer 19, Rodrigo. So, machen wir noch ein Last Match, oder? Von mir schon. Okay. Uns die Frage, welches wüsst. Eines von den dreien.